Hey, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich habe mir selbst Sachen bestellt, mich beschenkt. Eigentlich für Weihnachten, aber es war halt diese Black Week vor einigen Wochen und ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal, was ich mir so gewünscht habe und was ich mir bestellt habe. Los geht's! Ich habe hier die Schachtel auf meinem Schoß stehen und ich fange einfach mal an mit den Sachen von Benefit. Ich bin ein großer Fan von Benefit Make-up und ich wollte ja eigentlich erst diesen Adventskalender, aber da habe ich so geschaut und da waren so die Sachen drin, die ich eigentlich schon letztes Jahr hatte und auch Sachen, die ich gar nicht brauchte. Und da habe ich gedacht, okay, dann kaufst du dir einfach die Sachen, die du dir wünschst, separat und halt nicht den ganzen Kalender. So, und da habe ich mir hier zum einen diesen kleinen, das ist so eine Mini-Ausgabe von diesem Golden Pink Blush, der heißt California. Ich blende euch auch natürlich das alles jetzt hier schön ein, dass ihr es sehen könnt. Und oh mein Gott, ich habe es auch noch nicht benutzt. Und ich freue mich jetzt so, wenn ich das Video gleich abgedreht habe, weil dann kann ich alles ausprobieren. Das ist so wunderschön. Oh mein Gott. Und ja, ich liebe es, wenn im Blush auch schon gleich so ein bisschen Schimmer ist. Ich bin nicht so eine ganz, es gibt ja ganz matten Blush, ne, was auch sehr schön ist im Winter, so pink. Aber ich mag auch diese goldigen, schimmernden Töne. Und ja, ich finde das schon sehr schön. Und das kann man auch machen, wenn man ein bisschen älter ist, wenn man nicht mehr so jung ist. Setzt euch Highlight, lasst euch da nichts erzählen. Es gibt keine Regel, die sagt zum Beispiel, du darfst nur matten Lippenstift tragen. Das entscheidet ihr, was euch glücklich macht, was euch gefällt. Jede Frau ist so einzigartig und anders, dass es jede für sich entscheidet. Und für mich sind einfach diese goldigen Sachen so traumschön. Und ich freue mich, wenn ich den ausprobieren kann. Eine wundervolle Farbe. Ich mag auch das Packaging, das ist so ultra süß. Und wenn ich den jetzt richtig toll finde, dann werde ich mir mit Sicherheit auch die größere Packung holen. Ich habe ja sonst diesen NARS, diesen Orgasm. Und das ist auch so ein schöner Ton. Der ist noch gar nicht mal ganz so goldig wie der jetzt von Benefit. Und den liebe ich aber auch so sehr. Also das ist was, wo ich einfach, ich wechsle da auch ganz gerne. Also könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob ihr immer ein festes Produkt habt oder so wie ich. Ich habe dann immer so, wie meine Laune ist, welches Parfüm ich trage. So ist dann auch die Laune mit meinem Blush. Und da war das erste, dieses tolle Teil hier von Benefit. So, und mir hat aber dieses eine nicht gereicht. Ich wollte dann noch eins, weil ich liebe diese Produkte. Ich benutze auch gerne Blush, soll man aber natürlich ganz dezent, ne? Müsst ein bisschen ausprobieren. Ich liebe es total. Und dann habe ich mir noch den mitgenommen, diesen Sugar Bomb. Das ist auch so eine Mini-Ausgabe. Ist auch ultra süß. Huch, da verabschiedet sich der Pinsel. Da ist der kleine Pinsel. Und das sind auch so ganz schöne Farben, die man so miteinander, glaube ich, richtig gut mischen kann. Boah, das sieht so schön aus und riecht auch ganz appetitlich. Oh Gott, das riecht so gut. Ja, das ist was, worüber ich mich total gefreut habe. Und das ist auch toll für die Handtasche. Das sind jetzt nicht so große Packungen. Und ich hatte ja letztes Jahr im Adventskalender diesen Benefit-Adventskalender. Und da waren noch viel kleinere Größen und ich habe immer noch was davon. Also ich weiß, dass ich die ja nicht so schnell aufbrauche. Deshalb, ich bin ein großer Fan von den kleinen Größen, auch bei Mascara übrigens. Kann ich euch nur empfehlen, ihr müsst nicht immer die Full-Size-teure Größe kaufen. Erstmal zum Probieren, ob es überhaupt das Produkt ist für euch. Und dann kann man ja schauen, ob man sich das Große dann noch holt. Dann habe ich diesen tollen Lippenstift von Yves Saint Laurent. Das ist die 59 Rouge Pour Couture und das ist Melon d'Or, also goldene Melone. Gold bin ich natürlich wieder dabei und natürlich, es ist kein matter Lippenstift. Der hat, ich habe ihn noch nicht benutzt, der hat so ganz leicht Schimmer drin und ich mag das. Ich finde die Farbe perfekt, das ist so eine ganz milde, schöne Farbe und er war halt so günstig. Also ich hätte mir jetzt nicht den bestellt in dem vollen Preis, ne? Weil dann wäre mir das Risiko zu groß gewesen, wenn es dann doch nicht mein Produkt ist. Aber wenn das alles so super reduziert war und das war es einfach, ich habe, ich weiß nicht wie viel Prozent, das war so günstig, habe ich gespart und ich finde das eine ultra tolle Farbe. Ich hoffe, dass der wirklich die Lippen so leicht seidig glänzend macht, aber nicht so super glossy. Das mag ich nicht. Also ich mag nicht so gloss, das geht bei mir nicht mehr, ich finde das nicht schön, aber oh Gott, und dann auch die Verpackung, er ist einfach total
Schön. Also ich freue mich drüber. Der steht dann bei mir schön im Bad. Ich habe, glaube ich, noch einen anderen von Yves Saint Laurent. Und ja, dann stelle ich den mit dazu. Und ihr werdet es dann bei Instagram sehen, die Mädels, die mir da folgen, wenn ich den auftrage. So, jetzt kommt ein Produkt. Das ist auch so ein kleines Luxusprodukt, was ich mir nie sonst gekauft hätte. Aber weil es halt einfach da, es war, glaube ich, das war, glaube ich, 30% reduziert. Das ist dieser schöne Pinsel von Dior. Ein kleiner Kabuki, die 17. Und ja, also ich finde den sehr, sehr schön. Ich hoffe, dass er gut funktioniert. Ich habe ihn jetzt noch nicht benutzt. So schiebt man den raus. Also den kann man hier so, seht ihr das Prinzip? Ja, so eine ganz fest gebundene Kabuki-Brush. Und was ich halt hier auch so schön finde, dass ich den dann auch mal ganz gepflegt in meine Handtasche machen kann. Und dann ist das trotzdem appetitlich. Also, versteht ihr das? Also, ich weiß nicht, ich habe das oft so, auch wenn man den Pinsel in einer Kosmetiktasche hat. Man müsste den dann jeden Tag rausnehmen und waschen und wieder sauber reinlegen. Das mache ich ja jetzt nicht, ehrlich. Und bei dem ist das Schöne, weil er halt echt verschwindet. Also, der ist dann einfach weg. Und halt auch da geschützt, so vor Bakterien oder anderen Schmutz halt, wenn er den irgendwo dann da hinlegt. Und ja, ich finde das toll. Ich hatte noch nie einen Pinsel von Dior. Wahrscheinlich ist er hoffnungslos überteuert, aber da ich ihn ja quasi für 30% günstiger bekommen habe, ist es echt okay. Und ich werde ihn ausprobieren. Also es werdet ihr dann ja sehen, ob es ein Favorit wird. Dann erzähle ich das euch natürlich in einem meiner nächsten Videos oder nächstes Jahr irgendwann. Und ja, ich finde den echt toll. Oh mein Gott, es ist echt luxuriös. Ich habe mir von Laura Mercier, ich habe von der ein Puder. Das habe ich mir bestimmt schon vor 10 Jahren gekauft. Das ist dieses Translucent und dann noch so ein weißes. Und das sind so ganz tolle, seidige Puder. Ich liebe diese Puder so sehr und die werdet ihr wahrscheinlich auch niemals leer bekommen. Also ich habe auch immer noch einen Rest und trotzdem dachte ich, okay, es war hier nämlich so ein Special-Angebot und ich habe das gesehen in einem Video von Laura Mercier direkt, wie die das anwenden mit diesem kleinen Schwamm. Und der ist nämlich in dieser Packung dabei. Also das ist so eine Limited Edition und dann ist es auch Roségold. Und es ist dieser Translucent Powder, den ich auch schon habe. Und ich bin so begeistert. Der ist einfach so toll. Das ist Next Level. Und ja, es gibt ja auch viele solche Puder in der Drogerie. Und da habe ich aber oft das Gefühl, dass die wahnsinnig austrocknen. Also gerade bei älteren Frauen, das funktioniert bei jungen Mädels ganz gut. Wenn du wirklich so eine ölige Haut hast und du haust dir das dann drauf. Ich kenne ja die Produkte. Ich habe da auch einige hier. Ne? Ich habe diesen Marshmallow-Puder. Und das kann man aber nicht mit Laura Mercier vergleichen. Das ist einfach eine andere Qualität. Das ist weicher. Das ist auch nicht so super mattierend. Also ich glaube, dieser Marshmallow von, ich glaube, Rossmann Rival Loves Me, der ist viel mattierender. Und da bist du wie so betoniert danach. Und das ist bei diesem Laura Mercier nämlich nicht. Da könnt ihr ganz anders arbeiten. Und mit dem Schwamm das dann so einarbeiten, obwohl ich es wahrscheinlich auch gerne mit dem Pinsel auftrage. Ich werde das aber ausprobieren. Vielleicht dieses Schwämmchen auch mit ins Büro nehmen, weil manchmal habe ich das, dann bin ich so total ölig, wenn der Tag lang war. Und dann pudert man sich so leicht ab. Und das ist einfach, ach, ich finde, das ist so ein tolles Puder. Und es hat auch bei mir nie Unreinheiten gemacht. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier so raschle. Es hat bei mir immer gut funktioniert, solltet ihr natürlich auch immer ausprobieren. Ne? Und ich finde das so schön, auch mit dieser Schleife. Also das ist echt ein Geschenk an mich. Und ich freue mich, dass ich es habe. So, noch ein Geschenk bzw. Nachkaufprodukt, was ich seit, weiß ich nicht, einem Jahr oder so habe ich das jetzt. Oder 2 Jahren. Das ist diese Mascara. Diese Too Faced Better Than Sex. Ich liebe die sehr. Die habe ich immer als Backup im Schrank. Ich wollte auch noch die Damn Girl, aber die gab es nicht. Die war schon ausverkauft, also die hätte ich gerne dazu bestellt. Das ging aber nicht. Also die kann ich euch auch empfehlen und die werde ich mir jetzt demnächst wieder nachbestellen. Ich habe noch einen Rest in meiner. Also diese beiden, das sind wirklich so die perfekten Mascaras für mich. Also die Damn Girl und die Better Than Sex. Die Damn Girl, die ist noch buschiger. Die hat noch ein dickeres Bürstchen. Da muss man mal gucken, wenn man jetzt nicht ganz so große Augen hat, nicht mal, dass man dann so rumsaut. Die finde ich ist perfekt. Mit der kann ich super gut schichten und arbeiten und es ist einfach eine super tolle Mascara.
Dann habe ich natürlich auch zugeschlagen für meine Haarpflege. Ich habe euch das schon oft erzählt oder gezeigt, dass ich ganz gerne dieses Olaplex Nummer 3 nehme. Und ja, da gibt es auch immer, seht ihr, bei Instagram haben viele Mädels auch Kooperationen. Die machen sehr viel jetzt mit Influencern, wo ihr auch immer mal einen Code bekommt. Aber letzten Endes habe ich jetzt festgestellt, war das dann am günstigsten, als ich es bei der Black Week bestellt habe, als jetzt mit einem Code. Aber da könnt ihr immer mal gucken, falls ihr bei Instagram aktiv seid. Und ja, Olaplex oder googelt das einfach. Ihr könnt auch immer mal, da gibt es verschiedene Friseurshops, die dann auch manchmal so Prozente raushauen und dann bekommt man das sehr günstig, weil es ist teuer. Aber ihr habt diese Flasche auch sehr lange. Ich benutze das regelmäßig. Also ich habe ja lange blondierte Haare und ich muss das machen. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Olaplex, vielleicht ist es auch Einbildung, aber mir hilft es. Also es verändert, also zumindest werden die Haare nicht schlechter, obwohl ihr glättet, obwohl ihr färbt. Die Haarstruktur wird doch gepflegt. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich weiß auch, meine Freundin, die ist ja Friseurin, die verdreht immer die Augen und sagt immer, was haben die denn alle mit diesem blöden Olaplex, ne? Vielleicht ist es auch eine super tolle Marketingstrategie. Ich weiß es nicht. Ich bilde mir aber ein, dass es für mich gut ist und vor allen Dingen das Gefühl, ich lasse das ja auch immer mindestens einen ganzen Tag drauf oder über Nacht. Und dadurch habe ich so, ja, ist es einfach so ein extra Pflegekick. Dann habe ich mir nachgekauft von NYX oder NYX dieser tolle Augenbrauen-Pen. Den finde ich auch so gut. Den gibt es aber auch bei DM. Da hatte ich ihn online bestellt. Und da bei meinem DM gibt es aber keinen NYX-Aufsteller. Deshalb habe ich den mir jetzt online bestellt. Und er war natürlich auch wieder 20% günstiger. Ich habe immer die Farbe Espresso. Und ich komme damit gut klar. Also man muss damit ein bisschen üben, ne? Also man zeichnet sich ja quasi so ganz feine Härchen. Und das ist ein Produkt, was ich echt toll finde. Ich hatte einige ausprobiert, das ging bei mir gar nicht. Also sobald du ein bisschen Puder drauf hast, hat er nichts mehr gemalt. Und das macht der halt richtig gut. Und ich habe meinen noch, der ist auch noch super und funktioniert und malt. Aber wenn er dann irgendwann leer ist, dann habe ich ein Backup. Dann hat mich meine Freundin angefixt. Irgendwann hat sie mir erzählt, du brauchst unbedingt von Neutrogena diese Intense Handmaske. Und die ist auch gar nicht so teuer. Also es gibt ja Handmasken, die sind sehr teuer. Ich weiß nicht, ob es also so 10 Euro für eine Einmalanwendung. Und sie meinte aber, das ist genial. Vor allen Dingen, wenn man halt auch selber putzt, was ich ja auch gerne mache. Also ich putze alles selber. Und ich muss ehrlich sagen, ich ziehe nicht immer Handschuhe an. Ich sollte das mir angewöhnen. Aber ich benutze auch keine scharfen Reinigungsmittel. Also falls ihr das macht mit Chlor oder irgendwie Essig oder so, dann immer Handschuhe anziehen. Wenn ihr aber so wie ich habe diesen Bio-Reiniger von Action und dann habe ich ja diese Tücher und damit komme ich super gut klar und dann sind meine Hände nicht ganz so schlimm. Aber ich sage euch, diese Handmaske, die soll Next Level sein und ich habe es mir jetzt einmal gekauft. Ich werde sie probieren. Wenn sie gut ist, kaufe ich mir die auf jeden Fall nach. Also die war total begeistert, 10 Minuten oder man macht sie abends drauf und geht damit ins Bett und morgens habt ihr dann die gepflegten Hände. Weil ich glaube, das ist auch gut so für die Nagelhaut und so, ne, wenn man das dann schön pflegt. So, dann habe ich mir noch was geleistet. Das ist aber nicht das Teuerste gewesen. Ne? Es gab da auch Etuis. Gottes Willen, da hätte ich irgendwie 200 Euro bezahlen können. Das wollte ich nicht. Ich habe mir das da genommen, weil genau das, was da drin ist, habe ich gebraucht. Und ich habe mir viele Jahre kein so ein Etui mehr bestellt. Das ist so ein Handpflege-Set. Das wurde auch ausgezeichnet mit so einem Preis, weil das ist so ein Designteil. Man macht das hier so auf. Dann sind da die Schätze drin, finde ich richtig wertig verarbeitet. Und dann kann man das hier so drehen, seht ihr das? Und dann wieder zumachen. Ich weiß nicht, funktioniert wahrscheinlich magnetisch, aber man kriegt es nicht auseinander. Es ist trotzdem geschlossen. Ja klar, weil das sind magnetische Streifen. Also ich finde es toll und ich habe das jetzt wieder gebraucht. Also man kann da natürlich auch sehr teure Marken kaufen, keine Frage. Hier steht aber auch drauf, ich hatte da irgendwas gelesen, dass das aus Solingen kommt. Ja, genau. Solingen, Germany. Genau, das steht hier drin. Also es sind auf jeden Fall gute Werkzeuge. Und da muss man schon aufpassen, weil, ja, wenn man das einfach selber macht und gerade so mit der Nagelhaut, hatte ich so das Gefühl, da sind diese beiden Werkzeuge in der Mitte, die sind da perfekt. Also ich habe das jetzt schon gemacht und ja, also irgendwie war das bei mir mal wieder nötig, dass ich mir so eine Etui hole. Und dann habe ich mir das jetzt quasi selber geschenkt und finde das sehr, sehr schön. Und dann war hier noch eine Probe dabei von Sensai, ein
ein Waschgel. Muss ich mal gucken, ob ich das benutze oder verschenke, weil ich bin da ja mit meiner Hautpflege sehr gut eingestellt. Und dann bin ich gar nicht so ein Fan von diesen Proben. Also ich hätte mich jetzt über ein Parfüm mehr gefreut, weil das probiere ich immer aus. Aber so mit der Hautpflege probiere ich nichts aus. Also da bin ich irgendwie super eigen, aber auch irgendwie zu alt, dass ich dann auch so Zeug ausprobiere. Und nur weil das da jetzt irgendwie so eine tolle Marke ist, oh nee, ich sag's euch, da bin ich durch. Ja, wir sind durch. Das war mein Einkauf, also so meine Beauty-Geschenke oder auch natürlich einfach Nachkaufprodukte. Und ich finde das schon nicht schlecht mit dieser Black Week. Ich war teilweise auch genervt von Instagram. Diese ganzen Kooperationen, die da gemacht wurden, ne? Also das ist schon so eine Sache. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann sparen kann, finde ich es auch echt okay. Und ich habe dann auch die ganze Zeit geguckt beim Mediamarkt und habe dann zum Beispiel für meinen Sohn habe ich noch was bestellt, für die Nintendo, so ein Joy-Controller, irgendwas. Das war dann auch reduziert, wo ich dann zugeschlagen habe. Also ich finde, wenn das angeboten wird, dann kann man da auch zuschlagen, wenn es dann ab Januar wieder alles teurer ist. Und ich bin da schon auch so ein Schnäppchenjäger. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, wie ihr da so seid. Aber ich glaube, viele von euch mögen das ja auch. Also wenn das einfach so angeboten wird, dann kann man da auch zuschlagen. So, jetzt höre ich auf zu quatschen. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob ihr schon Weihnachtsgeschenke gekauft habt. Bestimmt, ihr habt wahrscheinlich jetzt alles zusammen, soll die Frage. Habt ihr euch dann auch selber Sachen gekauft? Also habt ihr da auch zugeschlagen zur Black Week? Und wenn ja, was habt ihr euch denn geschossen? Ich finde es immer ganz toll, so, man ist so wie auf der Jagd. Und könnt ihr mir gerne mal schreiben, würde ich mich sehr freuen. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr mich kostenfrei abonniert, die Glocke aktiviert. Ich versuche immer fleißig für euch Videos zu drehen. Es ist meine Leidenschaft, es ist mein Hobby. Ich mache das hier alles nebenbei. Bitte seht es mir nach, wenn ich nicht immer Kommentare beantworte. Es gibt Phasen in meinem Leben, wo ich das gut schaffe, wo ich vieles beantworte. Ich lese aber alles und bin dann natürlich auch traurig, wenn Leute traurig sind, dass ich nicht antworten kann. Aber ich schaffe das nicht immer, weil YouTube ist mein Hobby. Das ist hier just for fun. Also deshalb, ich schaff's nicht. Ich versuche halt dann in der Zeit lieber Videos für euch zu drehen, als jetzt Kommentare zu beantworten. Aber ich werde es versuchen. Ich werde mich bessern. Ich gelobe Besserung. Ich werde versuchen, wieder alles zu beantworten. Aber seid dann nicht sauer auf mich. Ja, ich wünsche euch alles Liebe. Genießt die Vorweihnachtszeit mit leckeren Plätzchen und Glühwein. Und lasst es euch gut gehen, so gut es geht. Ich hoffe, ihr seid gesund. Und ja, ihr könnt es genießen und ihr macht es euch schön. Und ja, ich wünsche euch alles Liebe und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.